Geologin vor. Armin von Android Next, wie versprochen, jetzt schauen wir uns mal an, was Asus hier heute vorgestellt hat. Ein Gerät war eben das Padphone. Das ist soweit nichts Neues, wir haben davon schon gehört, aber jetzt steht es hier zum ersten Mal live in Aktion. Wir sehen jetzt hier, das sieht so ein bisschen, ist die klassische Transformer, der Transformer-Aufbau. Das vielleicht noch vorweg, Asus hat die ganze bislang als iPad-Serie bekannten Geräte umbenannt in Transformer Pad. Das heißt, es gibt jetzt das Transformer Pad Prime, es gibt das Padphone, es gibt das Transformer Pad 700, Infinity hat das noch den Zusatz und es gibt das Transformer Pad 300 Series, das ist so ein Lifestyle-Ding, das werden wir euch alles morgen Vormittag nochmal dann in Ruhe zeigen. Und bei dem Padphone ist es jetzt so, ihr seht hier der junge Kollege aus, ich weiß nicht, wo er herkommt, aber er ist sehr forsch hier immer beim Reingreifen ins Video, der hat so einen Stylus, der gehört auch zum Padphone dazu. Das heißt, wir haben eine Tastatureingabe, wir haben das Display, wir haben hier, sieht man das jetzt? Genau, da den Stylus, mit dem man auch telefonieren kann. Also man kann damit Telefongespräche annehmen. Ihr seht, hier ist so ein kleiner Hörer drinne. Und man kann eben damit, wenn ihr mal auf den Bildschirm schwenkt, so also auch das Ding bedienen. Ich gehe davon aus, dass der auch einzeln zu kaufen sein wird und dementsprechend dann auch mit den anderen Tablets funktioniert. Und hier ist eben das Padphone selber. Also da steckt ja die ganze Rechenleistung drin. Das wird dann hinten rückwärtig hier eingeklappt und das Tablet selber ist dann einfach nur quasi das Display und da sind zusätzliche Akkus drin. Also es sagt, das gibt eine 9-mal längere Akkulaufzeit. Länger als was hat man uns leider nicht gesagt. Ich klappe das jetzt mal gerade wieder auf hier. So, das Interessante ist, dass dieses Telefon läuft mit einem Qualcomm S4 Cry-Prozessor schon. Das ist dieser Dual-Core A15-Prozessor von Cortex A15 und der verspricht sehr, sehr schnell zu sein. Auf jeden Fall schneller als Tegra 3. Zur Akkuleistung, wie gesagt, hat man uns jetzt nichts gesagt. Zum Preis auch nicht. Ob es da ein Bundle geben wird und was das dann kosten wird, ist alles erstmal noch offen. Wir schauen uns das morgen auch nochmal genauer an. Ansonsten noch mal ganz kurz die technischen Daten, dieses U300, dieses Lifestyle Prime, das soll wohl relativ günstig sein, affordable and stylish wirbt Asus, das hat auch dann nur in Anführungsstrichen einen Tegra 3 Prozessor, also so wie das Transformer Prime. Und das 700er, das ist ja das HD-Tablet, was wir schon in Las Vegas kurz gesehen hatten, das kommt dann auch mit S4 CPU von Qualcomm, wird also sehr, sehr schnell sein und hat eben Full-HD-Auflösung, also was für die Oberklasse. Ja, so viel jetzt erstmal von Asus hier in aller Kürze. Ist immer, ihr seht das ja schon im Hintergrund, es ist auf diesen Pressekonferenzen immer sehr gedrängt, viele Kollegen aus allen Herren Ländern, die dazwischen gehen, deswegen in Ruhe zeigen wir euch das dann nochmal morgen, wenn wir einen Einzeltermin bei Asus haben und dann wissen wir auch ganz genau, wie die Specs sind und vielleicht sogar schon, wie die Preise liegen. Armin von Android Next, hier bei Asus vom MWC in Barcelona. Bis dann, tschüss. www.androidnext.de